Ja, liebe Frauen und Männer, getreue liebe Mittellandleute aus der ganzen Eidgenossenschaft, Herr Bundesrat, Frau Regierungsrätin, Herr Regierungsrat, geschätzte, liebe Mittellandleute und Freunde und Mitglieder von der Schweizerischen Volkspartei. Seit 36 Jahren ist gesagt worden, treffen wir uns hier im Albisgütli und fangen das politische Jahr mit tiefem inhaltlichen Ziel an. Eine markante, wegweisende politische Rede muss der Anfang sein von der Albisgütli-Tagung. Parteiisch, weil die SVP nimmt Partei für die Schweiz. Da fällt heute schon ein bisschen auf. Und das vor einem gemeinsamen Essen. Wir essen miteinander, um die Zusammengehörigkeit zu betonen. Denn wie sagt der Schiller, vereint wird auch der Schwache mächtig. Jeder Einzelne von uns ist schwach, um allein etwas zu machen. Also muss halt zusammenstehen. Und nach dem Essen haben wir Tradition, dass ein Gastredner redet. Und zwar einer, der möglichst nicht die gleiche Meinung hat wie mir. Ja, wenn ein Kleiner die gleiche Meinung hat wie ich und ich würde eingeladen und sie sagen, ja, musst kein Bedenken haben, der redet da gleich wie du, sagen, dann ist einer zu viel. Nein, in der Regel ist die Bundespräsidentin oder die Bundespräsidentin, sofern sie den Mut haben, zum kommen. Das ist nicht immer der Fall. Das Jahr Frau Bundespräsidentin Amherd. Gut, sie wird irgendwo einmal hier in den NATO-Gefilde rumnieren. Da hat man keine Zeit für die Schweiz, ist ja klar. Und das letzte Jahr, der damalige Bundespräsident Perse, der hat auch keine Zeit gehabt. Gut, er ist entschuldigt. Er hätte müssen die erste Bundesratssitzung vorbereiten. Und wie wir jetzt gelesen haben, passierte das im Haus Ringe. Dann brauchst du auch etwas länger. Ja, meine Damen und Herren, darum, ich gratuliere der Zürcher SVP, dass sie den Herrn Ständerat Meijer eingeladen hat, der Chef vom Gewerkschaftsbund. Wir haben das sind ja nicht unsere nächsten politischen Freunde, im Gegenteil. Aber ich gratuliere ihm, dass er eingeladen worden ist und dass er gekommen ist. Und ich habe schon gehört von Bundesräten, nicht von den eigenen Bundesräten, sondern von anderen Spinnen, die er eigentlich einzuladen. Der ist ja für die AV, die 13. Rente. Da habe ich gesagt, ja, wenn die Bundespräsidenten nicht kommen, dann müssen wir einen anderen suchen, der uns widerspricht. Und bei dem haben wir die Garantie, dass er es macht. Aber Sie sehen, Albisgütli lebt von der Rede und Gegenrede. Aber Herr Ständerat Meijer, als Sozialdemokrat können Sie hier einen guten politischen Lehrplatz mitnehmen von dieser Veranstaltung. Nein, die SP redet ja dauernd von Toleranz, aber sie meint immer nur sich gegenüber. Wir reden nie von der Toleranz, aber wir machen sie. Wir laden solche Leute, wie sie sind, in so eine Veranstaltung und sie können reden, was sie wollen und sagen, was sie wollen und niemand tritt ihnen rein, sie haben das letzte Wort. Nehmen Sie doch das mit als Beispiel. Sie könnten ja in der SP den Vorschlag machen, dass man 1000 SPler einlädt in den Saal und dann redet eine Stunde lang der Herr Blocher zu der Zuwanderung und die Probleme. Und niemand würde mir reinreden. Und ich denke, auch alle würden sehen. Wie sieht es denn aus, Anfang 2024? Da, wenn wir eine Standortbestimmung machen, das ist ja die Grundlage, zum sagen, wo wir durch wollen. Und wir in die Welt raus schauen, Entschuldigung, im Albisgütli reden wir ja nicht im Zeug herum, die Welt spinnt.
Die Welt spinnt. Darum heisst der Titel von meiner heutigen Albis-Gürtli-Rede: Die Welt spinnt, wir halten dagegen. Jetzt wissen Sie, was wir zu tun haben. Könnt ihr eigentlich aufhören und sagen, also, könnt ihr dagegen heben. Aber man muss ja dann auch noch wissen, wie. Schauen Sie, in diesem Albis-Gürtli-Saal, das ist ein, bereits ein geschichtsträchtiger Saal, was da Ihnen schon alles passiert ist. Ich erinnere mich an das Ende vom Kalten Krieg, wo die Mauer zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland gefallen ist. 1989. Da sind die gescheiden Leute durchs Land durchgereist, von der ETH, vom Lehrstuhl für militärische Strategie, internationale Professoren, und haben gesagt, die Welt ist ganz anders, gibt keinen Krieg, wir können Grenzen abschaffen, wir haben nur noch Freunde, die du schaust. Und wir Dummköpfe haben gesagt, das nicht übertrieben. Menschen sind immer noch die gleichen. Und warum haben denn die Länder so grosse Armeen, wenn es keinen Krieg mehr gibt? Das war eine einfache Aussage. Und wie ist es heute? Der Krieg ist nicht nur auf der Welt, sondern in Europa. Und alle haben noch erklärt, das hätten wir gar nie gedacht. Wir schon. Aber wir sind nicht dabei gewesen. Was haben wir müssen machen, damit man die Armee nicht kaputt gemacht hat und sie ist gleich abgewirtschaftet worden. Noch mit unseren eigenen Chefen vorne dran. Und wenn, ich erinnere mich gut, wo der Ueli Maurer will Gegensteuer geben, das Parlament kam und zurückgeschickt worden ist, um es neu zu machen. Es waren nicht nur die Linken gewesen, es sind auch Bürgerliche, die mitgegangen sind. Das ist schlimm. Passet auf, dass das nicht die Schule macht. Und im Nahen Osten, mit einer unglaublichen Brutalität, sind da die Palästinenser wieder vorgekommen. Das war ja eine Orgie, eine Gewaltorgie, die nichts mit dem Kriegsgeschehen zu tun hat. Aber das war ja wie gehabt. Nach meinem hohen Alter kann ich mich noch an die Gründung von dem Staat Israel erinnern. Seitdem haben wir doch den Mais, seitdem haben wir doch die Angriffe, seitdem haben wir die Auseinandersetzungen. Aber die Welt spinnt. Nicht einmal die israelische Regierung hat das gesehen, obwohl sie gewarnt worden ist. Und wie ist es mit den USA? Nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, war die USA die führende Weltmacht gewesen, praktisch alleine. Sie hätte es können nutzen. Heute haben wir wieder mehrere Weltmächte. Neben den USA, jetzt China, hätten wir gar nicht gedacht vor 50 Jahren, dass die da plötzlich so stark dastehen. Russland, Indien stoßt hinführen. Und die USA sagt, das können wir nicht zulassen. Und was macht sie? An verschiedenen Fronten. Führt sie nicht nur Krieg, sondern zettelt sie noch an. Da geht die Präsidentin vom amerikanischen Parlament auf Taiwan zäugeln. Unnötig, einfach sagen, ich mache jetzt ein bisschen Mais, damit es Krieg gibt. Er führt Krieg und sagt noch, aber die eigenen Soldaten opfert man nicht. Ha. Das ist der Vorteil des anderen, die opfern Soldaten. Wie steht es denn mit der Überlegenheit der amerikanischen Armee? Wir müssen sehr kritisch sein, weil es gibt einen grossen Kreis, der heute in die NATO will und die sagen, NATO hilft denn euch schon. Wer ist NATO? Militärisch fast nur noch die USA. Meinen Sie, die kommen über den Kanal in uns retten, da rüber? Wie ist denn mit dem Krieg, den sie geführt haben nach dem Zweiten Weltkrieg? Koreakrieg, nicht gewonnen. Jetzt die Tage erklärt der Nordkoreaner noch einen eigenen Staat. Wie sieht es denn aus in Vietnam? Nicht gewonnen. Afghanistan, der Vogelsäcker, und jetzt sind die Taliban am Ruder. Wir müssen die Realität sehen. Darum schützen müssen wir uns selber.
Alles andere ist eine Illusion. Wenn ich da raus schaue, da, wenn ich da in das Vorgehen schaue, wie es heute in der Welt zugeht, kommt mir das vor, das ist jetzt der Vorteil, weil ich ein Grossvater bin, wie unter einer Horde von kleinen Kindern. Wenn sie in einem Zier kommen und ein Kind gibt dem anderen auf den Grind und sie sagen, so, hör sofort auf, sagt er, wie aus der Kanone, der andere hat angefangen. Und dieser sagt, nein, er hat angefangen. Ist nicht wahr, du hast angefangen? Nein, er hat angefangen. Was sagt der gescheite Vater? Wer angefangen hat, untersuchen wir nicht. Du hast nicht aufgehört und du auch nicht. Jetzt wird aufgehört. Da wäre doch das Rezept auf der Welt. Könnte einer machen, wenn er nicht parteiisch ist. Die Schweiz könnte es machen, wenn sie noch neutral wäre, liebe Frauen und Männer. Da wäre eine Stärke, wenn mit dem Kinderkrieg würde sagen, hört auf, wir schauen nachher, wer angefangen hat. Zu dem müssen wir wieder zurück. Der Westen verkündet da, man soll nur noch mit Ländern Geschäfte machen, die die gleiche Wertordnung haben. Ja, welche Wertordnung vom Westen soll das sein? Und wenn man den Westen zusammenbindet und die Wertordnung nimmt, dann sind weit unter der Hälfte da dabei. Der grösste Teil hat eine andere Wertordnung. Die müssen ihr nicht ausgrenzen. Mit denen müsst ihr verkehren, mit denen müsst ihr handeln, Geschäft machen. Das gibt Kontakt unter den Menschen. Und nicht sagen, ja, wir sind so gute Menschen, darum verkehren wir nicht miteinander. Also ich bin mir gewöhnt, vor allem mit Sündern und bösen Menschen zu verkehren, nicht nur im Geschäft, sondern vor allem in der Politik. Meine Damen und Herren, schauen wir in die Europäische Union. Gehen wir nicht so weit weg in die Welt, nur gerade in die Nähe. Wie sieht es denn da aus? Ist das so eine bäumige Sache geworden da? Das seht ihr ja von selber, ohne dass ihr schauen müsst. Das wichtigste Land, Deutschland, das ist der Zahlmeister der Europäischen Union. Die zahlt das Ganze. Die ist am Boden mit den Schulden. Seit 1980 hat sie von 240 Milliarden Euro Schulden, die sie hier hat, jetzt 2500 Milliarden. Und jetzt hat das Gericht gesagt, ihr dürft nicht mehr so viel ausgeben. Das ist gegen die Verfassung. Mehr als verzehnfacht. Aber in dieser Bilanz hat es noch die Posten. 1000 Millionen schuldet, 1000 Milliarden Euro schuldet die EU Deutschland. Die kommen doch nie mehr zurück, die ist ja ableiten. Und wenn es zurückgezahlt werden müsste, wer zahlt denn das? Zuerst die Deutschen in die EU und dann die EU sich selber wieder zurück. Ja, nein, also, wenn, kann ja nicht also für einen normalen Menschen kann ja das nicht funktionieren. Man fragt sich, wann klopft es da? Und meine lieben Frauen und Männer, in so einem Gebilde nie, schon wo wirtschaftlich und finanziell eine unmögliche Geschichte ist, wird jetzt in Bern die Verwaltung, der Bundesrat und die Mehrheit von dem Parlament uns trainiert treiben, wieder mit einem neuen Vertrag und uns bei dem Club anbinden, dass wir am Schluss dort Mitglied sind. Meine Damen und Herren, das ist nicht nur gesponnen. Das ist gesponnen ein einfaches Wort. Das ist idiotisch. Ich muss es so sagen. Das ist idiotisch. Unser Nachbarland, das sehen wir ja, wo da an der Grenze sind, funktioniert noch nicht mehr. Die ganze Infrastruktur vernachlässigen. Zugsverspätungen an der Tagesordnung von 2,5 Stunden von Köln auf Basel. Die Strassen nicht mehr in die Ordnung machen, nicht mehr können. Ein Haufen Unternehmen gehen jetzt still und leise von Deutschland weg nach Amerika. Warum nach Amerika? Dort ist auch noch faul.
auch überschuldet. Und der jetzige Präsident macht ein Riesenprogramm mit Milliarden und Abermilliarden, um vor den Wahlen den Unternehmen, die jetzt kommen, Geld zu geben. Es geht bis zu den Wahlen, nachher ist es fertig, haben sie ja kein Geld mehr. Schauen Sie, es stimmt ja alles nicht mehr. Und in Deutschland sind sie so schlau gewesen nach den Wahlen. Sie haben eine Ampelregierung gemacht, eine Ampel, tönt noch gut. Die hätten gescheiter auf uns Autofahrer gehört. Wir wissen doch, wenn du an einer Kreuzung kommst und eine Ampel hat und gleichzeitig hast du grün und rot und gel. Das muss ja tätschen, oder? Meine Damen und Herren, wie du mir wie gesagt, tröstet uns. Der Schweiz geht so weniger schlecht als im Ausland. Es geht uns noch nicht so schlecht. Aber wichtig tun müssen die Schweizer dann nicht. Es geht uns weniger schlecht. Aber wir machen auch viele Dummheiten. Obwohl wir weniger Dummheiten machen als die anderen, aber wir machen auch. Man muss nicht, wenn der andere nebendran ein Blödsinn macht, sagen, ja, ich bin besser, ich habe weniger Blödsinn gemacht als diese. Man darf kein Blödsinn machen. Wie heisst der Volksmund? Geht auf die streitenden Kinder los. Ein Tor, der an des Nachbars Kinder streichen, sich Trost sucht für das eigene schwache Tun. Ja, das will man zu Herzen nehmen. Ja, viele Ausländer sagen mir, ihr lebt ja auf einer Insel von der Glückseligkeit. Oh, jüngere Unternehmer, wo ich da im Geschäft war, in Europa, vor allem in Deutschland und in Frankreich, sagen, bleibt ja, wenn ihr sind, kommt nicht in den Hafen hier da. Sagen, ja, ihr habt ja den Hafen gemacht. Ja, wir haben die Deutschen, wir haben keine andere Wahl gehabt, begreife ich noch nicht, nach der Situation vom Zweiten Weltkrieg. Aber die Franzosen gefallen sich, indem sie das Ganze konstruieren nach ihrer Form. Wir sind nicht weniger schlecht, weil wir besser sind, liebe Frauen und Männer. Nicht, weil wir gescheiter sind, nicht einmal, weil wir tüchtiger sind, sondern wir haben eine bessere Staatsform, wo die Politiker weniger Blödsinn machen können. Das ist der Hintergrund, weil wir noch unabhängig sind. Ich muss sagen, mehr oder weniger, fängt ja auch an. Und weil das letzte Wort in der Gesetzgebung bei uns die Betroffenen, Bürgerinnen und Bürger haben und Kantone, wenn Kantone noch Kraft haben, um sich selber zu sein, dann müssen die Regierungsräte fordern. Meine Damen und Herren, das ist der Grund, das ist die Stärke der Schweiz. Und genau diese Stärke ist in Frage gestellt. Und damit sind wir schon beim Programm, wo die SVP muss gehen. Die Stärke muss gefördert werden und nicht abgeschafft werden. Und da müssen wir alle Kraft aufwenden und der Obrigkeit widersprechen. Das ist es. Wissen Sie, angenehm kann das nicht sein. Wie natürlich die ganze Glaspolitik, das sind alle die, die etwas zu sagen haben und die, die meinen, sie hätten etwas zu sagen, auch noch gerade. Von der Verwaltung, über die Regierung, über die Mehrheit vom Parlament, über die Regierungsräte, leider sind auch dabei, die ganze Kantone, Wirtschaft, Fernsehen, Radio, Zeitungen, alle haben dagegen euch. Sind wir doch uns gewöhnt, macht er das seit 30 Jahren, haben sie uns hier in die kühle Dusche gehabt. Wir hocken da friedlich im Albis, Gütli. Da könnt ihr mal die anderen Parteien schauen, wo die heute Abend hocken. Die müssen froh sein, wenn sie zuhause noch ein bisschen Herdöpfel und Brot bekommen. Nein, meine Damen und Herren, die Ordnung müssen wir festhalten. Jetzt sagen sie, wir müssen halt auch schauen, wie im Ausland. Die Schuldenbremse umgehen, die Steuern erhöhen, die Abgaben, die Gebühren.
Womit war für dilettantische Rezepte? Habt ihr gesehen, mit was die Linken jetzt vorangehen? Die SP und die Grünen sagen schon dafür, der Stoßtrupp ist die USO. Sie sagen, jetzt machen wir eine Erbschaftssteuer für die, die über 50 Millionen haben, 50% Erbschaftssteuer. Das sind vor allem natürlich Unternehmer, ist ja klar. Klingt noch gut, oder? 50 Millionen ist ja viel Geld. Ja, wenn kein Unternehmen ist, ist das eigentlich viel. Und klingt noch gut, sagen nur wenig. Aber die haben nicht gemerkt, obwohl da die Juso-Brüder sind ja eigentlich alle studiert, die wahrscheinlich zum Teil lebenslang, ich weiß es auch nicht. Aber ja, wir haben die, das ist also ein Trend in Bern, der bleibt. Wir haben viel, viel studiert, aber viel zu wenig Gescheite. Und die haben vergessen, dass 1%, die gehören natürlich alle, die 1% hier, der 1% von diesen Reichen zahlen 40% von allen Steuern jedes Jahr. Einkommen und Vermögensteuer. Wenn ihr die tüpfen wollt, habt ihr die Steuern nicht mehr. 40%, meint ihr, die hegen wir dann noch, wenn ihr die schaut, zu tüpfen mit der Erbschaftssteuer. Aber das kann ich euch garantieren, da habe ich Erfahrung, ich gehöre zu denen. Die zahlt ihr kennen. Das kann ich ihnen sagen. Und die Jungen, die da drin sind, wenn ihr nicht wisst, was studieren, studieren heute schon Steuerrecht. Dann könnt ihr die beraten, was man machen muss, dass man keine Steuern zahlt. Ja, das ist doch das Einfachste. Wenn das ist, müssen sie schauen, dass sie im Fall weniger als 50 Millionen haben. Das können sie einfach machen, das so verschieben. Wer es nicht glaubt, kann bei mir Rat holen. Man muss dann mindestens auch so viel zahlen, wenn er einen guten Steueranwalt gibt. Er macht nicht alles gratis. Oder die gehen. Sie haben ganze Länder, zahlen sie keine Vermögensteuer und keine Erbschaftssteuer. Aber die gehen dann und zahlen ja die Steuern nachher nicht mehr da. Wer bleibt denn noch zurück? Gut, die von der Juso, aber die zahlen ja nichts, die kosten ja nur. Wer zahlt denn dein Studium noch? Wenn die 40% nicht mehr da sind. Und es bleiben sicher noch die da, die auf das angewiesen sind. Die Ärmsten können nicht nehmen, die zahlen ja keine Steuern. Es zahlt wer? Immer die gleichen, der Mittelstand. Die SVP ist die Partei des Mittelstandes. Seit 50 Jahren haben wir der Titel, SVP, die Partei des Mittelstandes. Und die zahlen dann. Ich kann nicht verstehen, dass die so dumm sind und das nicht merken. Statt zu studieren, hätten die gescheiter wie ich eine landwirtschaftliche Lehre gemacht. Mir hat der Lehrmeister gelehrt, die guten Kühe musst du melken, nicht töten. Und die besten Kühe, die Steuern zahlen, jagen die ins Ausland. So dumm. Nein, sie sehen, also bei uns hat es auch der Ego gespinnt. Dann heisst es noch, aber die Mitte und die GLP wissen noch nicht, wie sie sich zu dieser Initiative stellen sollen. Da muss ja keine 2 Minuten überlegen, um Nein zu sagen. Aber die überlegen sich noch, zu welchem Unsinn das wenn die Ja sagen und zu welchem Nein. Ja, das ist die eine Seite bei den Einnahmen, wie ist denn bei den Ausgaben? Jetzt stimmt man dann über die 13. AV-Rente ab, ob man noch 13. Rente wählt. Sie können mir glauben, ich bin Rentner, ich hätte gerne 13. Aber warum keine 14. und eine 15.? Das ist ein bisschen geizig, nur 13. geben. Aber wir sind eine Partei, die nicht noch verteilen kann. Wir sind eine Partei, die schaut, ja, wie kannst du denn das zahlen? Die AV wird finanziert, ursprünglich ganz durch Lohnprozent, jetzt noch mit Mehrwertsteuer. Wenn wir es mit Lohnprozent machen, dann haben wir 1% weniger Lohn, aber nicht nur ein Jahr, jedes Jahr, jeden Monat.
Wenn er da. Was heißt das? Ein Prozent weniger Lohn. Das ist dann auch für den Arbeitgeber. Die verteuern dem Produkt. Dann trifft es euch noch mit den Arbeitsplätzen. Wir müssen ja schauen, dass wir die 12 Renten AHV sichern können. Rettet die AHV. Jetzt noch 8% mehr. Dann sagt man ja, aber das wollen die Leute. Ja klar, das wollen alle. Eine Drittseite, wenn du nicht sagst, was die Folgen sind. Und Mehrwertsteuer, wenn man die erhöht, können wir dann gegen 10% Mehrwertsteuer. Da zahlt jeder, der geht kaufen von den Lebensmitteln bis zum Fernseher und bis zum Auto. Und dann gibt es Inflation noch dazu. Nein, wenn wir es nicht zahlen, nichts erhöht, dann verjagt es die AHV. Dann mögen wir die nicht heben. Und wenn wir zahlen, zahlen es die, die eigentlich nicht zahlen müssen. Die, die nämlich von morgen bis zum Abend arbeiten und Lohnabzüge haben und Mehrwertsteuererhöhungen. Da müsst ihr euch wählen. Jetzt gibt es Leute, die Journalisten sind gekommen und haben gesagt, sie aber, ihren Wähler hat es auch einen Haufen, die für die 13 Monate leer sind. Sage ich, das ist ja klar, ich zum Beispiel. Aber ich sage einfach nein, obwohl ich dafür bin. Ja, weil ich bin, wenn man mich einer fragt, wo schau ich 13, sage ich ja nicht nein. Und wenn ich merke, was da für ein Blödsinn ist, sage ich nein. Ich komme wieder zu den Kindererziehung. Was machst du heim, wenn Kind sagt, ich will jeden Tag gerade eine Tafel Schoki zum Morgen? Dann sagt die Mutter und Vater, das ist nichts. Ja, aber das kannst du doch nicht nein sagen, die wollen das. Ja, Herr Blocher, da können Sie doch nicht Nein sagen. Sie haben bei den Wählern derjenige, der das will. Wenn wir etwas sagen, was die anderen wollen, wir machen es richtig. Und wir müssen es richtig machen. Auch wenn es angenommen würde, müssen wir auf der richtigen Seite sein, weil die Folgen tragen dann andere, nämlich unseren Mittelstand. Da kann ich Ihnen sagen. Nein, wir dürfen nicht nur bis dorthin schauen, wo man etwas will, sondern auch, was es für Folgen hat. Darum, meine Damen und Herren, unsere Partei ist gegen das. Und da kann ich jetzt für die Partei reden. Sie hat, die heben sich jetzt so freut, dass da Genfer, glaube ich, haben die Ja-Parole beschlossen. Also die Genfer sind sowieso entschuldigt. Nein, die sind ja für den EU-Beitritt hier, im 1992. Dass die noch 13. Rente wollen und nicht fragen, wer es zahlt. Ich war ja im Bundesrat in dieser Zeit. Was wir müssen zahlen für die Genfer, jedes internationale Gebäude haben wir geripset. Die wollen nur, solange sie es überkommen, ist ja gut. Also das ist jetzt uns nicht gerade Vorbild Genf, mindestens nicht in dieser Beziehung. Da könnt ihr Zürcher nehmen als Vorbild. Die haben mit überwältigendem Mehr gesagt, nein zur 13. AV. Es haben auch einen Haufen gesagt, sie wollen es. Nein, meine Damen und Herren, wir müssen uns selber grundsatztreu bleiben. Rettet die AV, das war unser Rezept. Ohne Rentenkürzung, ohne Rentenerhöhung, ohne Mehrwertsteuer, ohne mehr Lohnabzug. Die AV heben, so wie sie jetzt ist, indem man das schwedische Modell hat, mit der Anpassung von der Arbeitszeit. Nicht auf ein Jahr und zwei oder so etwas, kann man jedes Jahr ausrechnen. Meine Damen und Herren, das ist zum Geld ausgeben und zum Geld Steuern erhöhen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, man könnte sparen in Bern. Das stimmt, da sind wir dann wieder einig. Was da das Geld ausgeht, ist jetzt rede ich als ehemaliger Bundesrat. Sie können spielend, zu dem Schoni, 50% in der eidgenössischen Waldverwaltung streichen, ohne dass es aussen dran jemand merkt. Das war mein grosser Fehler in meiner Amtstour. Ich habe 30%
habe ich gesagt, 30% müssen ihr ab. Wenn nachher 32 ab. Ich habe auch noch Funktionen, die man nicht braucht, abbauen. Wir haben noch die gleichen Sachen gemacht, auch noch den Unsinn noch gemacht, mit 32% weniger Kosten. Nachher bin ich weggewählt worden, dann sind sie wieder ruhig, dann sind sie wieder oben. Das ist eine Erfolgsbilanz von meinen Nachfolgern. Meine Damen und Herren, wie ist denn mit der Sicherheit? Der Parteipräsident hat es angeschnitten. Wir haben doch jetzt 200 Jahre im Land. Welches Jahr hat das gemacht? Welches Land kann das vorweisen? Er hat keinen Krieg mehr mit ausländischen Staaten gehabt. 200 Jahre lang. Dank einem seriösen, guten Konzept, nämlich der dauernd bewaffneten, vollständigen Neutralität mit einer eigenen Armee, die sich nicht verbündet hat mit Illusionen, Truppen in der NATO, sondern mit unserem Gelände und unserer besonderen Lage. Und ausgerechnet diese Stärke versucht man in Bern jetzt abzubauen. Innerhalb einer Woche hat man angegeben. Und was hat man noch angegeben? Man ist noch angetreten gegen einen Grossstaat und eine Atommacht, ohne zu überlegen. Wir müssen die Neutralitätsinitiative drum machen. Holt noch die Unterschriften, wir sind jetzt gegen den Schluss. Das muss man noch brauchen, noch etwa 10-20'000. Wir sind über 100'000, aber man muss ja noch eine Reserve haben. Dann können wir die einreichen, dann haben wir wieder einen Pfahl für eine Sicherheit. Jetzt schnurren in Davos, schnurren alle da, die Frau Amherd und der Herr und der Außenminister schnurren über den neutralen Stab für eine Friedenskonferenz. Ja, wenn du nicht mehr neutral bist, bist du auch kein neutraler Staat. Vor allem glaubt das niemand. Und dann schnurren wir nur mit einer Partei. Ja, wenn du zwei musst zusammenbringen, musst du ja mit beiden schnurren. Mit einem schnurren ist immer einfach, kannst du ihm einfach Recht geben von A bis Z. Und wenn der andere kommt, musst du dem anderen Recht geben von A bis Z. Aber mit dem gibt es noch nichts. Nein, das Land braucht die SVP wieder für die soliden Grundsätze, meine Damen und Herren. Aber die wichtigste Frage über all dem ist das, können wir noch die Zukunft selber bestimmen? Können wir die noch selber bestimmen? Das ist die Gretchenfrage. Schauen Sie, der Saal hier, das ist das zweite Rütli von der Schweiz. Das erste ist das Rütli. Dort haben sie vor 700 Jahren gesagt, wir sind selbstständig, kein fremder Richter. Und im Jahr 92 haben sie alles über den Haufen gefallen. Die ganze Klasspolitik führen, gehen in den europäischen Wirtschaftsraum, das Trainingslager und dann in die EU. Vor einem Jahr vor der Abstimmung hat es geheißen, 80% der Schweizer sind dafür. Die Journalisten haben gesagt, sogar ihre Wähler sind dafür. Wir sind wenig angetreten. In diesem Saal, im Juli 1972, hat die Zürcher SVP alleine als einzige Partei in der Schweiz vorangegangen und da innen in einer denkwürdigen, kontradiktorischen Veranstaltung mit dem hohen, angesehenen Chefkommissär und Chefstaatssekretär Lea Blankert da innen gesagt, mit überwältigendem Mehr, nein, wir gehen nicht in die EU. Ja, wir sind für die selbstständige, unabhängige Schweiz, so wie wir sie gemacht haben. Und wir kämpfen für das. Wir sind vorangegangen. Nach der Abstimmung haben gewisse Politologen geschrieben, das sei der Sargnagel von diesem Projekt. Ja gut, wir sind spezialisiert auf Sargnägel, ist auch gut. Meine Damen und Herren, das ist zum Teufel holen. Obwohl das Volk damals im 92, nach unserer Anfangsintervention, hat das eine Kettenreaktion gegeben. Mit 78,3% sind an die Turnen gegangen.
Stellen Sie sich mal vor, fast 80% sind da Turner, Mehrheit vom Volk. Und 2/3 der Kantone haben gesagt, nicht. Wir bleiben selbstständig. Das war noch schwierig. Es war eine Rezession in der Schweiz. Und die EU war noch gar kein Zustand. Das war ein Projekt. Man hat gar nicht gewusst, wo die hingehen. Es hat auch noch nicht EU geheißen. Noch EG geheißen. Es ist aus der Anfangsstadien rausgekommen. Ich höre heute noch Politiker, die sagen, es wird nie eine gemeinsame Währung geben. Nein, nein, das wird ein freiheitlicher Club sein und so weiter. Alles ist anders gekommen. Dank uns ist die Schweiz selbstständig geblieben. Wären wir, hätten wir das nicht gemacht, wären wir in der EU, meine Damen und Herren. Ohne SVP wären wir in der EU. Und die sagen, wir hätten die im Parlament ein bisschen wenig auf der Seite der Mehrheit. Da sind wir es gewesen. Und die Schweizerinnen und Schweizer danken uns das. Ich kann stolz sein, meine Damen und Herren. Aber obwohl sie verloren haben, die Klassenpolitik hat weitergemacht. Hat schon mit den bilateralen Verträgen der EU allerhand versprochen. Ich sage, sagen, wir wollen selbstständig bleiben. Wir machen gerne Verträge mit euch. Aber wir bestimmen selber die Zukunft. Haben sie überall Zückerli ausgestreut für die EU und die Worte nicht gesagt und sind immer mehr in die Tinte gekommen. Dann hat es einen neuen Vertrag gegeben, einen Rahmenvertrag. Da muss ich dem Bundesrat gratulieren. Der Bundesrat hat gemerkt, das ist ein Seich. Das geht nicht. Das frisst unser Volk sowieso nicht. Das hat so viel Nachteil für unser Land. Und er hat gesagt, wir hören auf. Es war so ein schönes Bild, wenn ich denke, da der Bundespräsident Parmelin, da der grossgewachsene Weibauer da von der Dame von der Europäischen Union, von der Leyen, angestanden ist und gesagt hat, die Schweiz macht das nicht. Das ist mutig, das hat Respekt gegeben. Sie hat mir leid tun, muss ich sagen. Sie hat mir leid tun, am Tisch sitzen. Sie ist auch rot angelaufen, sie war überrascht gewesen. Aber das ist ja so, wenn du auf einem falschen Weg bist und einer bringt dir richtig, bist du halt ein bisschen überrascht. Meine Damen und Herren, und wenn wir nicht selber bestimmen können, können wir auch das Zuwanderungsproblem nicht bestimmen? Mit allen ihren Problemen. Herr Meyer ist da von den Gewerkschaften. Die merken heute, wie das ist, wenn wir denen uns angleichen müssen. Die merken doch, dass es in der EU um Arbeiter wesentlich schlechter geht als in einer freien Schweiz. Darum sind die mit den praktischen Lösungen nicht mehr einverstanden. Das ist halt, wenn man sich nachhelfen will, muss man halt das Zeug übernehmen. Und die ganze Zuwanderung, jedes Problem, das wir in der Schweiz haben, ist auf die Zuwanderung zurückzuführen. Können Sie aufzählen? Können Sie lesen? Ich kann jetzt nicht alles sagen, sonst wird das morgen, was das alles bewirkt. Lesen Sie die Zürich-Zeitung vom 29. August 2023 und Schaffhauser Nachrichten vom 6. Dezember 2002. Ausgezeichnete Artikel, ich habe es gelesen und während dem Lesen habe ich gedacht, ihr könntet noch von mir sein. Und tatsächlich habe ich erst am Schluss gemerkt, ihr seid von mir. Ich weiss nicht, meine Damen und Herren, bin ich so gescheit worden oder so alt, dass ich nur noch mich selber zitiere. Ja, ist ein Student von der Hochschule St. Gallen letzte bei mir gsi. Der musste eine Arbeit schreiben, also für als Student, so eine Lizenziatsarbeit, oder was das ist, über die Widersprüche im Blochers Reden in den letzten 30 Jahren. Der hat gesagt, alle meine Reden und Filme und alles müssen anschauen. Also ich habe gesagt, was haben Sie das müssen anschauen? Das täte ich mir nicht an. Dann ist er gekommen und hat gesagt, jetzt habe ich das analysiert. Es gibt keine Widersprüche. Wie erklären Sie sich das? Habe ich gesagt, kann es ja gar nicht gehen. Ich habe ja 30 Jahre immer noch das Gleiche gesagt.
Ja, wir haben ja genug Politiker, die jeden Tag etwas anderes sagen. Meine Damen und Herren, das Problem von der Zuwanderung, da muss ich nicht ins Detail reden. Es liegt alles da, alle Rechtsgrundlagen da, sowohl im Asylbereich wie bei der Zuwanderung im ordentlichen Bereich, wie man es muss und kann lösen. Das Schweizer Volk hat sogar beschlossen, es ist sogar in der Verfassung, Politiker machen es nicht, da die Anständigen, die Wertordnung im Westen aufrechterhalten wollen. Jetzt müssen wir 4 Jahre bei diesen 2 Sachen von der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit durchheben. Und wenn es nicht gemacht hat in 4 Jahren, dann kommen die Wahlen 27. Und dort wird es aber scherbeln. Dort müssen wir immer durcharbeiten. Es rebelt dann. Ich habe schon Ideen im Kopf, wie wir das machen. Meine Damen und Herren, aber das braucht Kraft. Schauen Sie, wir müssen wieder die Vergangenheit uns Kraft und Mut geben. Wir sehen bei vielen, die ein bisschen verzweifelt sind, nützt ja doch nicht. Und wir werden ja nicht angesehen. Wir sollten gleich auch ein bisschen machen, dass die anderen uns gerne haben. Sie können euch gar nicht gerne haben, wenn sie auf dem falschen Weg sind. Das ist gar nicht möglich. Das müsst ihr tragen. Wie war das? Im 91, 700 Jahre vier. Da hat man die Eidgenossenschaft, die Unabhängigkeit müssen feiern. Schon immer desolaten Zustand. Ich höre heute noch die Redner. Ich war fast schlecht geworden. Nationalratspräsident Brehme, Freisinnig. Eigentlich ein guter, gesunder Typ. Er lässt sich hinreisen und sagt, wir müssen aufpassen mit dem Sonderfall, das wird nicht zum Sonderling werden. Jetzt wollen sie die Besonderheit auch noch abschaffen, von oberster Stelle. Ich erinnere mich, wie die Journalisten auf der ersten Seite geschrieben, ganz schlimm, es haben einen Haufen Kulturschaffende, die rufen auf zum Boykott von der Jubiläumsfeierlichkeiten. Ich denke, was ist echt das Schlimmste? Haben wir hier mal so eine Liste gegeben lassen? Ich habe keinen einzigen gekannt, der drauf war. Aber ich denke, gehören die wirklich zur Kultur? Das habe ich nicht gewusst. Aber dass sie auf jeden Fall keine Schaffer sind, das habe ich sofort gemerkt. Meine Damen und Herren, nachher sind die Jubiläumsfeierlichkeiten passiert. Scheinbar keiner von denen da war, nur hat es niemand gemerkt. Also das war jetzt nicht so ein schlimmer Generalstreich. Und dann ist es 92 gekommen, mit der Abstimmung über der EWR und die EU. Wir haben gewonnen nach dieser denkwürdigen Versammlung hier vom 3. Juli. Haben wir nachher den Weg gegeben. Die Schweizerische Partei hat dann auch noch mitgemacht. Wir mussten gegen den eigenen Bundesrat antreten, den Vogi. Aber Respekt haben wir immer behalten, aber wir waren anderer Meinung. Darum, das Schützenhaus da drin, hat mich heute ein Journalist gefragt, wieso tagen die auch da drin? Alle wissen es, sie haben es nicht gewusst, alle haben gesagt, sie müssen mich fragen. Er ist gekommen, hat gesagt, ich bin der Einzige, der es weiss. Wissen Sie warum? Ich habe hier gesagt, jetzt wollen die noch so obligatorisch abschaffen, da die Armeegegner. Jetzt gehen wir mit der Partei Anfangsjahr in ein Schützenhaus, ins berühmteste Schützenhaus der Schweiz, nämlich ins Albis Gütli, wie das steht unter dem Leitspruch, könnt ihr oben lesen, üb Aug und Hand fürs Vaterland. Das passt zu uns. Dann sind wir mit Gülle überworfen worden, angefangen bei den Beamten, bei den Bundesräten, bei Parlamentariern, bei den Journalisten, zum vom Blick bis die NZZ. Es hat nicht mehr aufgehört, verunglimpft, verdreckelt, unglaubwürdig gemacht worden sind wir. Aber wir haben uns getröstet. Zuerst haben wir gesagt, los, der Friedrich der Grosse hat gesagt, wer viele Affen um sich hat, der wird auch oft gebissen. Ja? Dann haben wir gesagt, ist gut, du musst halt tragen, wenn du so viele Affen um dich herum hast.
Und ich muss Ihnen sagen, so eine Gaffe hat es leider heute auch wieder. Sind zwar die Jungen von dortzumal, aber das lange auch. Und dann, meine Damen und Herren, müssen aber nicht über den deutschen Dicht zum deutschen Repräsentanten geben für diese Weisheit. Lesen Sie Heidi-Buch. Das ist ein Schweizer Buch von Johanna Spyri. Wir Zürcher wissen das. Das Buch, das mit den meisten Sprachen übersetzt worden ist von einem Schweizer Buch, wo in allen Ländern gelesen wird. Sie können auf China, Sie können mit den Leuten reden über das Heidi, auf Japan, auf Amerika, überall. Die Schriftstellerin hat es gemacht. Was ist dort drin? Was können wir lernen von dort? Wo Heidi da das Mädchen auf der Alp zum Alphöhe sagt, du Großvater, wieso redet sie so wüst von dir, unten im Tal, in dem Dorf? Was hast denn du so Schlimmes gemacht? Was hat er gesagt? Los, Heidi, weiss, musst die Leute reden lassen, die Hühner können es nicht. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. So bin ich aufgewachsen und so habe ich mir das immer wieder vor die Augen angehört, wenn einer einem Dreck nachgeworfen hat. Und das Zweite ist, als ich die Lehre gemacht habe, als Bauer, hat mein Meister einmal gesagt, wenn ich mich aufgeregt habe, da ist noch kein Fernsehen und Radio, aber in Zeitungen einmal Zeug geschrieben da. Los, reg dich nicht auf, mach dir keinen Kummer, morgen kommt die nächste Nummer. Ja, das sind Weisheiten, die sich dran haben müssen. Nicht, dass ich beeindrucken lasse. Wir können gar nicht beliebt sein. Darum, wenn ich sehe, dass unsere Partei während 4 Wochen noch gelobt wird und nicht kritisiert, sage ich, was haben sie wieder falsch gemacht? Nein. Wir müssen einfach schauen, in dieser Frage der Unabhängigkeit sind die Interessen andere von der Klassenpolitik. Die es zu sagen haben im Land, haben nicht gern, wenn die Bürger an die Urne abstimmen. Haben nicht gern. Die spucken denen in die Suppe nie. Vor allem, wenn die Suppe schlecht ist. Und das haben sie nicht gern. Da ist das Interesse der EU und das Interesse der Klassenpolitik die gleiche. Und da gehören auch die Wirtschaftsverbände dazu. Natürlich auch ein Haufen Journalisten. Wenn du immer beim Mainstream bist, dann hast du nicht gern, wenn einer dagegen etwas sagt. Und das ist in der direkten Demokratie, ist das der Fluch für die Regierenden, dass sie auf die Leute hören müssen. Darum ist das so wichtig. Und am 15. Dezember, ich meinte, im 21. jetzt sind fertig, am 15. Dezember trumpft der Bundesrat wieder auf und sagt, wir haben wieder einen Entwurf für eine neue Lösung, aber kein Rahmenvertrag. Es gibt nicht mehr einen Rahmen, es ist eine Paketlösung. Also jetzt tun sie den Unsinn nicht mehr einen Rahmen machen drumherum, sondern einpacken. Ja, ist ja viel edler, oder? Aber es ist genau wieder das Gleiche. Es ist wieder in einen Kolonialvertrag. Die EU bestimmt, was wir für Gesetze haben. Wenn die Schweizer Nein sagen, gibt es Massnahmen gegen die Schweiz und der Europäische Gerichtshof entscheidet endgültig. Wir müssen in der Zick und das verkünden, bis das die Schweizerinnen und Schweizer hören. Das Schweizer Volk und der Schweizer Souverän sollen ausgeschaltet werden. Nicht an die Details, die sie darüber sagen, das ist noch und selbst sollte man und dieses und könnte man noch und weiss ich was. Die Gesetzgebung behalten wir in den eigenen Händen. Und da sind wir stark. Ich höre, das ist für mich jetzt erfreulich, wie viele Leute auf mich zukommen, die bei mir wären, auf der anderen Seite gewesen sind. Und jetzt kommen und sagen, wenn wir da raus schauen, sie haben recht, wir müssen es machen. Ich kann nicht sagen, das sagen Millionen. Aber es sind ein paar Repräsentanten. Man will ausgerechnet eine erfolgreiche Schweiz aufgeben, wo es besser geht. Und wir sollten da jetzt in die Suppe gedrängt werden. Das sehen jetzt viele Leute aus. Und es ist nicht nur ein politischer Grundsatz, das ist ein Führungsgrundsatz. Wenn Sie niemals führen, müssen Sie schauen, wo sind Sie stark. Und diese Stärke
die müssen sie betonen. Und wenn wir stark sind, müssen wir freiheitlich, dauernd bewaffnet, neutral, direkt demokratisch, eigenständig sind, müssen wir das fördern und nicht abbauen. Es ist ein doppelter Unternehmer, der sagt, mir geht es gut und jetzt verbinde ich mit dem Schlechten und der Schlechte soll nachher sagen, was ich zu machen habe. Nein, das kann niemand verstehen. Meine Damen und Herren, wir müssen noch weiter abtreiben. Es geht nicht nur um den Bund. Eine trübe Rolle spielen Kantonsregierungen. Die müssen wir jetzt dran nehmen. Die müssen wir dran nehmen. In diesen 4 Jahren sind auch Kantonsratswahlen. Es geht im Frühling von diesem Jahr die Konferenz der Kantonsregierungen. Da sind alle Regierungen zusammen, haben sich da einen Club gemacht. Das ist gar nicht in der Verfassung vorgesehen. Und machen die Stellungnahmen für alle Kantone. Wir haben doch einen Haufen Kantone, die sind ja nicht gleich, sonst braucht man es nicht. Und was sagen die? Das ist meine grösste Enttäuschung. Ich zitiere, können Sie sich heben am Stuhl. Kein Weg führt an der dynamischen Übernahme von EU-Recht vorbei. Es ist ja klar, dass das gemacht wird. Die sagen das noch, bevor man verhandelt hat, bevor man angefangen hat mit dem anderen. Sie hätten nicht einmal müssen Nein sagen da, die EU. Sondern wir kommen schon mit dem, was die EU will. Und das sind Kantone, die stolzen, selbstständigen Kantone, die sind ja souveräner als der Bund. Ich weiß nicht, wer die da gebissen hat. Kantonsregierungen heisst es weiter. Ich zitiere. Diese Rechtsübernahme in den Verhandlungen ist zuzustimmen. Schon vorher sagen sie, stimmen denn zu. Und weiter, zitiere nur, eine Lösung, bei welcher dem Gerichtshof der EU die Aufgabe zukommt, eine kohärente Auslegung des betroffenen EU-Rechts sicherzustellen, ist zu unterstützen. Unsere Kanton Regierungsklub, sagen so nichts. Da müsst ihr dahinter. Ich habe das mit verschiedenen Regierungsräten, nicht nur aus unserer Partei. Ich war da in der Innerschweiz die letzte Woche, habe ich da mit CVP-Wählern und so, haben die Regierungsräte gesagt, ja, die müssen sie nicht so ernst nehmen. Ich sage, ja, wieso lässt ihr denn so ein Seich raus? Ja, die müssen sie nicht so ernst nehmen. Das ist, dass sie nicht noch gesagt haben, das sagt der, der dort zuständig sei, der heisst, glaube ich, Meier, aber Meier kennen wir einen Haufen, aber ihr müsst es ernst nehmen. Ich bin nämlich eine Woche nachher bei mir Gassis gewesen und der hat gesagt zu mir, du siehst, wir müssen vorwärts machen. Kantone wollen das. Kantone wollen das, dass wir das unterschreiben. Hä? Die selber haben es dann schon ernst genommen. Ihr müsst den Regierungsräten noch aufstellen, bei den Wahlen die Frage stellen, wie hast du es mit der Übernahme vom EU-Recht? Bleibst du im Recht vom Volk und das Recht der Kantone? Wenn wir dort hingehen, wird auch die Verfassung betroffen. Dann haben auch die Kantone nichts mehr zu sagen. Und jetzt opfern jetzt noch die Kantone. Nein, also, ich muss sagen, wir haben den Regierungsräten da. Ich hoffe nicht, dass ihr dort dabei gewesen seid, wo man das beschlossen hat. Und wenn ihr nicht dabei gewesen seid, müsst ihr denen sagen, die dabei gewesen sind. Sie sollen, wenn sie dabei sind, nicht so ein Zeug beschliessen. Aber wenn das gemacht wird, dann brauchen wir auch keine Regierungsräte mehr. Nur wegen Salär und Renommee brauchen wir dann keine Regierungsräte mehr, um einen Briefträger auf Brüssel zu schicken. Also da, dann wählen wir gescheiter Briefträger, wobei Briefträger habe ich jetzt auch eine Hochachtung, als ich das gelesen habe, meine Damen und Herren. Nein, die Souveränität der Kantone, das Stimmrecht vom obersten Gesetzgeber ist nicht verhandelbar, meine Damen und Herren. Das muss felsenfest dastehen. Da gibt es kein Jota abzuweichen. Und die Frage, die Gretchenfrage, ist zu stellen, jetzt bei der
Regierungsratswahlen und im 27 bei den eidgenössischen Wahlen. Meine Damen und Herren, merken Sie, wie wichtig das wir sind. Im Moment sind wir allein hier in diesem Konzert in Bern oben. Also Sie haben schon so Detailfragen, die Sie stellen. Und ich hoffe immer noch, dass die Gewerkschaften dann Kraft haben, zu sagen, lieber kein Abkommen, als da, wenn wir das alles preisgeben. Aber ich weiß es nicht. He? Ich weiß es nicht. Wenn du in die EU, wenn du in die EU gehst, musst du den ganzen Kabis auch übernehmen. Nein. Sie sehen, es ist schwierig, was wir machen. Aber aufgeben tun wir nicht. Kleinmut und Missmut müssen wir nicht haben. Da in im Albis Gütli sowieso nicht. Wir haben dafür da bis jetzt gesorgt, dass wir nicht in der EU sind. Jetzt müssen wir nur schauen, dass es hinten rum nicht geht. Der Altbundeskanzler Schröder hat immer einen Vortrag in der ETA, wo ich war. Bin. Volkswirtschaft und Gesellschaft, vorne ist Glas Politik geguckt. Ich habe auch einen Platz bekommen, wenn ich Altbundesrat ist. Ich habe mich ein bisschen geschämt. Und dann hat er ohne weiteres gesagt, das spielt keine Rolle. Die Schweizer Volk, die müssen nicht Ja sagen zum EU-Beitritt. Sie übernehmen ja mit jedem Vertrag ein bisschen mehr. Am Schluss sind sie drinnen, ohne dass sie es gemerkt haben. Dann hat vorne die ganze Klasse Politik geklatscht, mit Ausnahme von mir. Und hinten dran die Leute auch nicht. Da habe ich gemerkt, jetzt klatschen die noch, wie ein alter Bundeskanzler sagt, wir vermutschen euch schon noch. Nein, da müssen wir Gegensteuer geben. Die Welt spinnt. Wir halten dagegen. Und, aber sind auch die gewonnenen Wahlen, die wir jetzt haben, das ist ja erfreulich. Aber da müsst ihr auch nicht Übermut bekommen. Das ist kein Grund für die Gewählten. Da müsst ihr schauen, dass ihr diesen Parlamentarier und Bundesrat und Regierungsrat aufhockt. Sollen wachsam bleiben. Weil schnell rutschen die in den Club der Karrierepolitiker rein. Das braucht nicht so viel. Meine Damen und Herren, dann müssen wir uns auch an mehr heben, als nur gerade die Sachen, die hier von Bern kommen. Schaut, ich war letztens im Kanton Freiburg auf einer Wanderung. Da habe ich angeschrieben gesehen, an einem Haus, an einem alten Haus, die Eidesformel von der Talbehörde im freiburgischen Tavers von 1622. Und was lese ich da? Wir haben von Gottes Gnaden eine schöne Freiheit. Eine schöne, es ist noch mit Y geschrieben, Freiheit. Wir haben Eigenmacht und Gewalt zu setzen. Wir sind Gottlob keinem fremden Fürsten und Herren, nicht schuldig noch unterworfen, denn allein dem allmächtigen Gott. Merkt ihr etwas? Oh, meine Redezeit ist abgelaufen. Ja, ich hätte noch viel mehr zu sagen. Wissen Sie, ich habe ja so viele Ratschläge bekommen. Man hat mir gesagt, ich hätte die Abwahl, hätte ich viel zu wenig zur Sprache gebracht im Albis Gütli. Da mit der, die da aus dem Bündnerland gekommen ist und das auf meinen Stuhl gekocht ist. Da habe ich gesagt, oh, das habe ich schon lange vergessen. Aber es stimmt, das kann man schon noch machen. Und dann habe ich aber Ihnen noch sagen, nur dass Sie es wissen, ich bin jetzt im 84. Lebensjahr. Also die Leute sagen es wenigstens. Und ich lebe wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange, wenn ich schon gelebt habe. Ja, die Gefahr ist gross. Und ich habe die Rede zum 36. Mal gehalten, aber ich muss Ihnen sagen, das war jetzt meine letzte Albis-Gütli-Rede. Da muss ich Ihnen also sagen. Und ihr müsst sie nicht mehr hören. Aber meine Rede ist abgelaufen. Jetzt muss ich schauen. Jetzt singe ich den Rest noch. Ja, wenn du nicht mehr schnurren darfst, musst du halt singen. Ich habe noch einen Stuhl über da.
Ich bin der Blocher Stöffeli, im ganzen Land bekannt. Bin früher in der Regierung gsi, jetzt ist meine Stelle vakant. Hab immer schwarze Schöfli zählt, in jeder freien Stund. Hab einfach nicht realisiert, dass Gefahr vom Steinbock kommt. Hab einfach nicht realisiert, dass Gefahr vom Steinbock kommt. Und wenn das Neujahr eingeläut wird, leg ich schön Gewändli an und gange zu der SVP. Lass alles andere stehen. Man sagt von mir, ich weiss es auch. Ich sag ein Sonderfall. Im Albisgütli macht das nüt. Wer schiesst, hat auch einen Knall. Im Albisgütli macht das nüt. Wer schiesst, er macht auch einen Knall. Komm ich denn vor die Himmelstür, der lieb Gott schaut mich an, dann sagt er zu mir ganz erstaunt, was machst auch du schon da? Ich such mir doch eine neue Stelle, eine, die mir würdig ist. Ich mach es kurz, in nur einem Satz. Ich bin da, mach du mir Platz. Ich mach es kurz, in nur einem Satz. Ich bin da, mach du mir Platz. Können wir wieder Zugabe machen? Hä? Sollen wir singen, oder was? Die letzte Strophe, oder? Ja, die letzte einfach. Ja, die letzte Strophe. Also, es wird gesagt, Zugabe. Gut, lange noch für die letzte Strophe. Das ist gut, weil das muss ja der liebe Gott auch noch hören. Die letzte Strophe mache ich. Ja, aber du darfst nicht einführen. Ja. Komm ich denn vor die Himmelstür, der lieb Gott schaut mich an. Er fragt mich denn ganz erstaunt, was machst auch du schon da? Ich such mir doch eine neue Stelle, eine, die mir würdig ist. Ich mach es kurz mit nur einem Satz, ich bin da, mach du mir Platz. Ich mach es kurz in nur einem Satz. Ich bin da, mach du mir Platz. So, fertig. Ich wünsche einen schönen Abend und ich werde meine Kräfte einsetzen für die Erhaltung von diesem Land. Einfach, ich kann nicht mehr ein Jahr voraus schon so eine Rede machen, das wäre ein bisschen Gott versucht in diesem Alter. Aber da bin, kann ich euch sagen, ich bin parat,
wenn es darauf ankommt, und ich kämpfe noch, wenn ich mag. Und ich schaue vor allem, dass wir unsere gute, schöne Schweiz nicht zu den Händen ausgehen. Das ist unsere Aufgabe. Da können die anderen sagen, was sie wollen. So, gut. Also, danke vielmals. Danke. Ich wollte nicht kommen.